sollte. Und herzlich willkommen zu WWE 2K16. Wir spielen. Genau, Universe-Modus. Und ich glaube, wir machen jedes Match. Das heißt, es kommen immer zwei Matches wahrscheinlich immer pro Tag. Mal schauen, wie das sich cuttet und so. Maximal immer nur eine halbe Stunde. Ja, und dann dachte ich mir, wir fangen mal an. Match 1. Mhm. Außer ihr sagt, nee, lass uns mal lieber nur mit unserem Superstar kämpfen. Der kämpft zum Beispiel heute gar nicht. Genau. Deswegen dachte ich mir, aber Einzug lasse ich aus. Genau. Dann gucken wir mal. Naja, schreibt mir das in die Kommentare, ob wir jetzt nur mein Superstar spielen, also unser Superstar spielen wollen, oder ob wir alles spielen wollen. Das entscheidet ihr. Also schreibt mir bitte in die Kommentare. Das wäre echt schick. Ja, das ist das Problem. Wir können hier aussuchen, wen wir spielen wollen. Eine Maschine ist. Und los geht's. Hello, ladies and gentlemen, and thank you for joining us tonight. I'm Michael Cole alongside Jerry the King Lawler. Ja, was gibt's zu erzählen? GTA kommt jetzt mehr im Online-Modus, beziehungsweise kommt er nur im Online-Modus. Damit meinte ich, was meinte ich? Livestream. Ich glaube, das kommt am besten an. Weil wenn ich dann nur zwar eine Folge mache, die geht in 30 Minuten und da wir ja hauptsächlich nur Dings fahren, die Halfpipes, sag ich jetzt mal, ist das schon blöd, so, ne? Deswegen dachte ich mir, ja, dann machen wir lieber einen Livestream. Davon habt ihr was mehr, so wie der letzte mit 4 Stunden. War das schon heftig, aber ich kann nicht jeden Tag ein Livestream machen, das geht nicht. Und heute ist ja sowieso Silvester. Ich lade das Video auch gleich hoch. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Es wollen nicht immer alle gehört werden. Weil ich spiele ja in so einer PlayStation Party, wenn ich jetzt zum Beispiel GTA spiele, und die wollen nicht alle gehört werden, also haben sie das dann ausgemacht. Ja. Also, das ist halt manchmal schwierig, zum Beispiel zum Schluss letztens. Ich glaube nicht, dass da einer von denen gehört wird. Und das muss ich berücksichtigen, weil ich kann nicht sagen, ja, jetzt mach das Headset an und geht nicht. Was noch? Es gibt manchmal auch, im Livestream ist es auch so, dass ich manchmal nur stehe oder so. Dann will ich gerade eine rauchen, weil ich Raucher bin und oder ich bin auf Klo. Wisst ihr? Das lässt sich nicht vermeiden, weil ich will nicht extra irgendwas machen, dass da so ein Cut drin ist oder so. Ja, gut. There's almost an unknowing of what to expect. I know. I mean, I got goosebumps. This match is going to be so unpredictable. I just can't wait. When he gets going like this, there are few better. That's it. He's done. He's setting up. Oh no. Kick. Oh man, right in the mush. Hoping to end it early. Komm schon. Aber klar. Achso, den Superstar. Ich wollte eigentlich mit euch Dings aufnehmen. Also ich habe eigentlich aufgenommen. Den Entrance und so. Habe ich mich doch anders entschieden. Aber er hat mir nur die Hälfte aufgenommen. Die andere Hälfte habe ich vergessen.
Deswegen habe ich das jetzt nicht hochgeladen. Tut mir leid. Aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht, um den Einzug zu machen und so. If Sheamus starts getting on a roll with power moves, it's going to be over in a hurry. Oh, and if he nails you with the broke kick, don't worry if the match is over. Worry if your head is still attached to the rest of your body. You got that right, Michael. An opponent has to be willing to accept the fact that they will most likely be overpowered by Sheamus. A superstar must avoid getting caught in his power moves. And well, you said everything that needed to be said about the broke. Warte mal, was kann der eigentlich? Finisher High Cross starten den Gegner im Lauf. Mhm. Ja, bin mal gespannt. Uh-oh, Sheamus has him again. Oh, that's gotta be it. Sheamus, how about that finishing move? We could be seeing Chris Jericho turn a pivotal corner here. Great counter. Oh, gekontert. Hat gekontert. Oh, nice counter. When Sheamus makes his way to the ring, even if it's to conduct an interview, he's always ready for battle. The crowd jumps to their feet at the calling of his name. War er nicht schon rot? Ah, nee, orange. The warrior is waiting to dish out enormous amounts of punishment. Naja, wenn ich dann sehe, dass es das Video abbricht, meistens bleibe ich dann überstehen und dann geht es dann weiter. Also ihr verpasst nichts. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, ey, du stehst auf einmal in einer anderen Ecke oder so. Nein. Slam. Oh no! Look at the strength of this guy. There it is, the high cross. I love that move, Cole. Oh, there it is. What a maneuver. That's how you put away. Will he be victorious? I think it's two. To an end in thrilling fashion. Now you just got to take that win and build off it. Dann gucken wir uns mal das nächste an. Ein Tag Team Match gegen die Blue Bears und keine Ahnung. Also die eine, dass ich die mit Titten gemacht machen lassen haben, habe ich gehört. Vorher dann ja ziemlich gleich aus 1:1, aber jetzt, weil die eine jetzt ja, ne, müssen wir uns nicht angucken, oder? Wir spielen mit denen los. Tamina looks absolutely menacing here tonight. Oh boy, Cole, she means business, that's for sure. Extra spine in the locker room? Hope so, after that spine breaker. Yeah, they're gonna need a doctor. What do you think about Tamina? Definitely looking good so far. Hasn't taken too much punishment up to this point. Nah, fuck it. Off an opponent going up. Oh man, from the high rim district. I wouldn't know what that's like. Uh-huh. Oh, out of nowhere.
Frankie Bella polish off opponents in a number of ways over the years. But nothing has been more brutal to her opponents than her backbreaker. Its list of victims runs like a who's who of the Divas division. What a powerful slam! This match is being televised around the world in 18 languages and in over 110 countries. Absolutely amazing. The world is watching, and I guarantee you they're going to love it. Whoa, that was some reversal by Tamina. Damage inflicted with a snapmare. Genau so geht das. No kidding, that snapmare was... Ja, die Frauen kriegen ja nicht so viel Zeit, ein Match zu machen. Bella is way more than just a pretty face. She's a devastating competitor. Obwohl die ja auch eigentlich gute Sachen machen. Na klar, die machen mehr Fehler als die Männer manchmal. Aber das heißt ja nicht, dass die schlechter sind. Das ist ja nicht so. Great tag team action over the years here in WWE, and I can attest that this is no different. It's difficult to dispute Nikki. Aber man muss auch Abstriche machen, weil man sieht, ich halt gerne das Raum bluten oder so. Das hat sich jetzt total komisch angehört. Snuka annihilates her opponents with range from a brutal super kick to decapitating clotheslines, a Samoan drop, and a boot to the face that would make Andre the Giant proud. The power of Tamina. Oh, fuck it, Alter. Lass ich mal die andere rein, da. She's gotta make the tag. Look out. Oh, after that, you're not seeing stars, you're looking at constellations. Are you watching this, King? Genau. Na Leute, heute ist Silvester. Ich hoffe, ihr feiert gut. Naomi being overwhelmed here. Look at the attack here. Oh man, talk about a direct hit. Tamina Snuka terrorizes opponents with an incredible combination of what we saw her father dominate sports. Oh Leute, jetzt bleibt doch mal da stehen, ey. Tamina specifically created to dominate the Divas division. The women of WWE leave the ring battered and bruised after an encounter with Tamina Snuka. Ich hab nichts gedrückt. Nice arm lock being applied here. And there's the release. What's going to happen now? I'm scared to ask. Jetzt. And Naomi manages to reverse out of that one. Oh, she does it again. Oh, wieso macht die denn so doll, Alter? Ich drück nur einmal Kreis. Oh, ich habe jetzt überhaupt nicht reagiert, Alter. Weil die Alte mich so ankotzt. Na los, komm. Die kotzt mich an, ne? So, jetzt aber. Was sie kann. Folks, if you want to learn about Raw's most tumultuous period, be sure to check out the Monday Night War on WWE Network. Man, Brie Bella, what offense. Naomi's energy, dance moves, and athletic skills have made her one of the most beloved divas in WWE today. When Naomi's music hits, the cheers and claps from the fans are deafening. Her electricity travels through an arena and knocks her opponents on their you-know-what. So. Und. So. Ich hab's gesehen, keine Angst. WWE Divas.
You know, when you see Naomi in the ring, it's no accident that she's on a hit show called Total Divas. Naomi's an amazing... Stopp. Was kann... Stehen vor den Gegnern. Habe ich... Doch, stand ich doch. Ja. An athlete who shines brightest when the cameras are on and the crowd is cheering for her. When Naomi's in the house, you know it's going to get funky up in here, and I just love it. Quick thinking to avoid that. Two. Three. You could call this a good old-fashioned butt whooping. Yeah, that's exactly what we're witnessing, a butt whooping. This could be all she wrote. The single leg Boston Crab. Oh man, a home named after the Bean Town. Oh, Bree's getting ready. She's getting ready. And Bree Bella nails it. Makes the cover. One, two, three. Bree Bella's athletic. They got it! Geschafft. Here are your winners, Nikki Bella and Bree Bella, the Bella Twins. You want to talk about tag team war? We most definitely witnessed just. Okay. Und dann machen wir nur ein Match. Also beim Tag Team, ja, okay. Oh nee. Tut mir leid, Leute, aber das dauert zu lange. Das kriege ich nicht hin. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier heute auch schon Schluss. Weil, Match, wir machen simulieren. Ich wollte noch ein Match zeigen, aber, zwei Tag Teams hintereinander, nee, da teile ich nicht aus. Okay, was kommt jetzt? Grippefett. Oh, Leute, ich. Ne, das finde ich zum Kotzen. Wieso komme ich nicht mehr in das ganz normale Menü rein? Das ist doch zum Kotzen. Ich will ins normale Menü. Leute, ich. Das geht doch nicht. Nächstes Match mit beenden. Ja. Das sind Matches, noch 4 Wochen. Also das schaffe ich nicht alles jetzt in dieser Folge. Also ich will das auch nicht zu lange machen, weißt du. Guck mal. Match 5. Das können wir noch machen. Das nicht. Machen wir das noch. Ja, machen wir das noch. Und dann... Tut mir leid, Leute, aber die... Die Tag Team Match mag ich sowieso nicht. Obwohl das jetzt. Ja, ich weiß, es ist eine Raw Show und das gehört dazu. Und. Nein. Aber wir müssen das nicht machen. Ja. Also nicht. Wir nehmen. Ryback. Los geht's. When it comes down to it, I don't know if any WWE superstar really wants to step through the ropes and try and topple the human wrecking ball. Ich will, ach, dass immer rausgeht. And Mark Henry reverses it. Mark Henry is not someone to sleep on. Oh, out of nowhere. Naja, auf jeden Fall. I don't think there's an area on that back that's not suffering. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Checking out Mark Henry. What can you tell us right now? Mark Henry's the kind of monster that keeps chiropractors in business.
There may be no stopping him. Ryback certainly made history at WrestleMania 29. It was the Human Wrecking Ball's debut at the Showcase of the Immortals, and the big guy had a punishing match versus the world's strongest man, Mark Henry. Raw power versus raw power. Oh, Michael, both Ryback and Mark Henry have so much power, so much size. I mean, seeing the Human Wrecking Ball versus the world's strongest man collide at WrestleMania 29, what it was like seeing two public buses smash into one another in the Lincoln Tunnel on your way to MetLife Stadium. It was awesome. Mark Henry, no problem getting out of that one. A brutal crossbody blow there. Ouch. Man, oh man, what a collision. Oh man, the Human Wrecking Ball Ryback versus the world's strongest man at WrestleMania 29 was epic. You just got two men in there that just want to fight and don't care who gets hurt along the way. Erinnert mich ein bisschen an Goldberg. I love it. Muss man ja mal sagen, aber nur ein bisschen, also ich werde nicht sagen. And she squashes him with a splash. If he keeps up this pace, this could turn real ugly, real fast. So much on the line in this one, and like they... Was kann er eigentlich? Ich kenne die ganzen... Denk's nicht. Am Boden. Say on any given night, anything can happen in WWE. That's something I learned early on in my stay here in the WWE. Yeah, like tonight I beat you. Yeah, absolutely anything can happen in the WWE. Even that. You know, I think Ryback versus Mark Henry at WrestleMania 29 might be the match that literally has the two strongest men to ever compete in WWE. The match showed just how strong and how fearless both superstars are and how much both enjoy inflicting pain on others. Not today, too fast. Quick thinking to avoid that. Not today, too fast. Oh, ich komme jetzt hier nicht mehr rein, Alter. Just not enough to get the job done. This is a tough kid. When Ryback started out in the WWE, he was a force to be reckoned with. In 2012, in his first four pay-per-views, he won matches at Extreme Rules, Over the Limit, No Way Out, and Money in the Bank. I mean, he was on a path of destruction for a good shell shot. Oh, there it is. Now that is just dangerous. No kidding. One, two, and it's up. He got the shoulder up. Not very many men can come up with a strategy to beat a man the size of Mark Henry. No, schade. Ah, schon wieder gekonnt, der kleine Bastard. Oh, that'll knock the wind out of you. How much damage did that do? A lot from the looks of it. Unfortunately, King Ryback's pay-per-view path of destruction that you were talking about came to an abrupt end. He lost the main event at Hell in a Cell in 2012 and then 2013. These weren't the kindest of years to him. He's pressing all the right buttons now. Fuck it. Look past the ring at the thousands and thousands of WWE fans in attendance. Each and every one of them are having a great time tonight. Oh, you're right about that. You always have a great time when you attend the WWE event live, just like we are here tonight. This is wonderful. Work is being put in by Mark Henry. And King, I brought up Ryback's Hell in a Cell loss in 2012, but let's not forget. Jetzt aufladen. Komm schon. Wait a minute, it wasn't questionable, Cole. It was despicable.
I mean, the ref was that punk Brad Maddox, and he sabotaged the whole match. I mean, just trying to make a name for himself. Ryback deserved that victory, and he had it stolen from him. Contact. We're looking at great counter. Henry's in trouble. And that's how you do it. And there's blood starting to flow from Mark Henry right now. Im Ring stehen, in der Ecke. Jetzt bin ich Steppenwolf. Ecke versus Gegner am Boden. Thank you for tuning into this episode of Raw. I'm sure you are just as entertained as we are here at ringside. This may settle the score right here. You know, when it comes to Mark Henry, we're talking about punishing power. Mark Henry's strength is, and Ryback nails it. Here we see it one more time. Yeah, I don't know if I can believe what I saw the first time. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht nicht so doll. Wir sehen uns morgen wieder. Ja. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Auf Wiedersehen.